die Frage ist, imitieren sie diese Gefühle der Kälte und Wärme oder fühlen sie wirklich? So, mit ihr soll ich ja sprechen. Alles klar, habe ich denn hier alles jetzt gesehen, gemacht? Kann ich noch nach oben? Kann ich noch nach oben? Nee, ne? Hier sitzt einer. Und der lässt mich auch nicht durch. Alles klar. Gut, dann reden wir mal mit der Lucy, hieß sie, glaube ich. North. Okay. Zeit hier vor 100 Jahren, du. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Ist ja ein perfekter Anfang. Gut gemacht. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Ja, was ist mit Ersatzteilen? Alle brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Die Dame ist ein wenig zynisch, muss ich sagen. Die Frage ist, ist das ein menschlicher Zug? Weil zynisch ist man eigentlich nur, wenn man in irgendeiner Weise menschlich ist. So, wo müssen wir jetzt mal hin? Finde Lucy. Das war ja gar nicht Lucy. Wer von euch ist denn Lucy? Bist du zufällig Lucy? Wohl nicht. Oh. Bist du Lucy? Oh. Setz dich. Zeig mal. Also ich muss jetzt schon sagen, Lucy sieht so ein bisschen aus wie, ja, ich sag mal, die Königin von den Androiden. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber halt mit den Kabeln hinten und so und den schwarzen Augen, wo sie sich natürlich jetzt sehr abhebt von den anderen Androiden, scheint sie wieder so diese Übermaschine zu sein. Und ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl, da ist wieder dieses, ich sag mal, Machtgefühl. Die Androiden oder sie führt die Androiden nicht nur dazu, frei zu sein oder ich sag mal, gewisse Rechte durchzusetzen, dass man halt sie als eine Art menschliches Wesen anerkennt, die es halt wirklich irgendwie fühlen oder so. Sondern, naja, läuft es auf Krieg gegen die Menschen raus? Das ist so die Frage, ne? Ich stoppe die Blutung. Weil sie wirkt schon sehr übermaschinell.
trink das. Okay, sie gibt uns blaues Blut, was wir sicherlich auch brauchen. Gib mir deine Hand. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Also ich find sie sehr, sehr kurios, muss ich sagen. Sie fungiert quasi als so eine Art Medium, aber halt so als Übercomputer. Das ging schon in der Menschheit nicht gut, wenn sich jemand als Übermensch fühlt. Naja. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Zeit zu entscheiden. 100%. Hey. Erstmal 100%. So. Und wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Es gab auch nur diesen einen Weg. Und ja, ist ja sehr schön. Endlich geht es mit Alice weiter. Und Karen. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Auch wir mussten ja stehlen, um zu überleben. Hier muss es sein. Okay, wo sind wir hier? Moment, ich guck mal eben kurz. Nee, hier kann man sonst nichts scannen oder sonst was. Und ich muss sagen, es ist schon eine interessante Art, die Sachen oder die Dinge zu betrachten. Wir haben einmal die Seite hier von ihr mit dem menschlichen Kind. Also ein Zusammenspiel, ein Aufpassen, ein selbstloses Aufpassen. Dann der Markus, der wirklich alles verloren hat. Und unser Polizist, der immer noch treu ergeben quasi seinen Befehlen folgt. Natürlich, weil wir es so entschieden haben.
Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht! Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Kommt rein. Nicht so schüchtern. Okay. Sind wir hier erstmal in Sicherheit? Können wir hier erstmal bleiben? Slatko folgen. Einmal schauen, ob wir uns umschauen können. Okay, gibt's nirgendwo was zum Scannen? Dann gehen wir erstmal Luther, mit. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen, leeren Haus. Bitte. Macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Also, wieso hat der große Android, der ihm Gesellschaft leistet, wieso erstmal gehorcht er noch so, sagt nichts? Und er hat immer noch dieses blaue Ding da an der Stirn, was wir uns hier entfernt haben. Und den Tipp hatten wir, glaube ich, von dem, ich sag mal, etwas durchgeknallten Androiden da in dem Haus bekommen. Und der war ja auch so ein bisschen sehr verrückt, ne? Der war ein bisschen sehr verrückt. Und dieser Slatko, ich nenne es einfach mal Gefühl, aber ich traue ihm da nicht so. Und warum haben wir auf einmal einen Peilsender? Und warum haben die uns dann noch nicht längst gekascht? Übrigens ist mir auch aufgefallen, in Jericho auf dem Schiff hatten alle noch ihr blaues Übertragungsgedönse-Dings an der Stirn. Nur Markus und sie haben das entfernt. Ich
weiß noch nicht, was ich damit aussagen soll. Will irgendwie möchte ich, glaube ich, damit aussagen, dass ich halt dem Slutko nicht traue. Aber wir werden sehen. Warum sollte er uns helfen? Das ist die große Frage. Ohne Bedingung. Ja, ich mache euch den Sender weg. Geht mal nach Kanada. Und wenn es doch in Kanada so viel besser ist, was macht er hier noch? Also was macht er hier noch? Der Große. Und warum sagt er nichts? Wieso befolgt er stillschweigend die Befehle von Slutko? Ich mag das Haus nicht. Und den ich Mann. Auch nicht. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Ich möchte hier ehrlich gesagt auch nicht hinterher, aber was sollen wir machen? Wir haben keine andere Wahl. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Alice? Komm, Alice. Hier lang, bitte. Okay, ich hätte da gern jetzt noch ein bisschen reingeguckt und vor allen Dingen, was sind das für abgeschlossene Boxen überall? Warum steht der Dicke immer vor der Kamera? Und was ist das hier? Stell dich bitte da drüben. Ja, ja. Okay, wir können nichts scannen. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich möchte hier ungern das Falsche tun. Ich weiß aber weder, was das Falsche ist, noch was das Richtige ist. Und wir haben im Moment ja auch gar keine andere Wahl. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Was seltsam ist. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Oh Gott, wie komme ich hier wieder raus? Als ob ich es gewusst hätte. Aber was hätten wir anderes tun sollen?
Scheiße. Was kann ich tun? Ich muss doch irgendwas tun können. Ich muss irgendwas tun können. Lass mich doch irgendwas tun. Das Ende ist immer das Gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nichts zu fühlen. Ich kann nichts tun. Was soll ich tun? Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Welcher Schaden festgestellt? Lass ihn in Ruhe. Beißt mich! Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Ich kann nichts tun. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Ich muss doch irgendwas tun können, verdammt nochmal. Es ist dunkel. Ich finde einen Weg zur Flucht. Ja, wie denn? Scheiße. Ja, mach das. Kurzschluss verursachen. Aber wie? Ich weiß nicht wie. Da. Blaues Kabel. Kabel. Scheiße. Sind wir wirklich gelöscht? Nein. Nein. Mensch. Scheiße. Was hätten wir denn noch tun können? Wir hätten das grüne Kabel nehmen sollen, ne? Scheiße. Oh Mann, oh. Ich möchte zurück. Ich möchte das nochmal machen. Ich will nicht, dass die gelöscht ist. Menno. Was ist das denn? Komm. Es ist noch was da. Ist noch was da? Vielleicht können wir noch mehr zurückholen. Hilf uns.
Er hat ihren Speicher gelöscht. Nein, das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Wir müssen uns erinnern. Ich gehe nochmal zurück. Kann man das nicht vielleicht mit dem Gerät irgendwie ungeschehen machen? Den Speicher wieder drauf spielen oder so. Das muss doch irgendwo gespeichert sein. Ich kann hier aber nichts machen, verdammt. Ich kann ja auch nichts scannen. Ich will nicht nach oben gehen. Wo ist denn die Alice? Der hat doch gesagt, sperr sie ein. Tut mir leid, wenn ich so wenig rede. Ich bin gerade echt entsetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte nicht nach oben gehen. Aber gleichzeitig bleibt mir hier gar keine andere Wahl. Ich habe Angst, dass ich irgendwas verpasst habe oder so. Hier, ich kann mich anschauen. Da sind die Daten noch. Sind noch Daten da? Zwar beschädigt, aber sie sind noch da. Oh Mann. Die Jacken. Da, die kleine Jacke. Macht es euch gemütlich. Und wieder ein Stück Datei hergestellt. Okay, gibt es noch was? Kann ich nach oben gehen? Kann ich nicht. Sehr schick. Okay. Und sonst gibt es hier leider nichts mehr zum Scannen. Also müssen wir wohl oder übel erstmal ins Wohnzimmer gehen.